Zeit werde ich wahnsinnig oft gefragt, ob es möglich ist, während Corona zu reisen oder beziehungsweise wie ich es mache, während Corona unterwegs zu sein. Die Leute wollen wissen, ob ich allein in den Ländern unterwegs bin oder ob außer mir sonst noch jemand reist, wie das aussieht in den Hostels oder ob man überhaupt aktuell in Hostels gehen kann, wo man hinreisen kann, wie die Situation in den entsprechenden Ländern aussieht und im Allgemeinen, was zu beachten ist, während Corona zu reisen. Wenn auch du eine Reise planst oder vielleicht gerade sogar schon unterwegs bist oder dich das Thema einfach nur interessiert, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video überhaupt. Ganz kurz zwei Sätze zu mir. Ich bin Selina, 29 Jahre jung und habe in 2019 meinen Job und meine Wohnung in Berlin gekündigt, um reisen zu gehen. Und ja, seitdem bin ich quasi Vollzeitreisende. In dem Video heute möchte ich euch darüber aufklären, wie es ist, aktuell zu reisen, also während Corona quasi die komplette Welt lahmlegt. Ihr wisst es selber, ganz, ganz viele Länder haben Einreisebeschränkungen oder sogar Einreiseverbote. Es gibt sehr, sehr strenge Quarantäneauflagen zum Teil. Es gibt Länder, wo es einfach überhaupt nicht möglich ist, die Wohnung zu verlassen, weil Ausgangsverbote gelten, es sei denn, man will was einkaufen. Aber genau, den Stand kennt ihr selber. Die Frage ist eben nur, ist es möglich, aktuell zu reisen? Und wenn dann, wie ist es möglich? Dass es möglich ist, der Beweis ist vor euch. Ich berichte euch gerade aus Kolumbien. Ich bin im Oktober wieder losgereist, nachdem ich einen kurzen Abstecher nach Deutschland gemacht habe, weil ich eben auch unsicher war, wie es weitergeht mit den Reisen. Aber habe mich dann im Oktober wieder dazu entschlossen, weiterzureisen. Bin dann 2,5 Monate nach Brasilien, habe einen ganz kurzen Abstecher gemacht nach Panama und bin jetzt in Kolumbien seit ungefähr einem Monat. Ansonsten habe ich mich aber auch schon mit Backpackern unterhalten, die in der Corona-Zeit in Peru waren, in Costa Rica waren und super, super viele Leute sind aktuell in Mexiko, also da sind wohl die Einreisebeschränkungen fast gar nicht vorhanden. Und dann würde ich mit euch auch schon die Fragen nach und nach durchgehen, die mir immer gestellt werden. Und wir fangen mit der Frage an, wo ihr überhaupt einreisen dürft. Meine persönliche erste Anlaufstelle ist dabei immer die Website vom Auswärtigen Amt. Da werden die Informationen eigentlich immer super schnell zur Verfügung gestellt, gut aufgelistet und ihr habt eine vertrauenswürdige Quelle. Wenn ihr 1000%ig sicher gehen wollt und nicht sicher seid, ob die Informationen noch aktuell sind, weil aktuell ich meine, im Moment ändert sich ja zum Teil auch täglich irgendwas. Dann könnt ihr auch bei den Außenstellen vom Auswärtigen Amt in den jeweiligen Ländern, also sagen wir jetzt zum Beispiel mal bei der Außenstelle des deutschen Auswärtigen Amtes in Nicaragua anrufen und dort nachfragen. Wäre von Vorteil, wenn ihr die Landessprache, also in dem Fall Spanisch, sprecht. Ansonsten müsst ihr mal gucken, ob ihr da auch mit Englisch durchkommt oder wie ihr an die Informationen kommt. Aber bisher habe ich das nie gebraucht. Ich bin immer mit der Website vom Auswärtigen Amt zurechtgekommen und die Informationen haben immer gepasst. Auf der Website gebt ihr bei der Suchfunktion einfach das Land ein, welches euch interessiert. Und dann unter dem Punkt Aktuelles Einreise findet ihr alle Informationen, ob ihr aktuell als Touristen in die Länder einreisen dürft. Für alle Leute, die ein bisschen länger unterwegs sein wollen und eventuell Grenzübergänge machen, also nicht direkt nach Deutschland wieder zurückfliegen, wäre es auch wichtig zu schauen, wie ihr in die Länder einreisen dürft. Bei ganz vielen Ländern sind nämlich gerade die Grenzen in der Form geschlossen, dass ihr keine Grenzübergänge per Land oder per Seeweg machen dürft, sondern nur mit dem Flugzeug. Ich gehe davon aus, ist allerdings gefährliches Halbwissen, dass es gemacht wird, um die Einreisebedingungen besser zu kontrollieren. Dann zu den Einreisebedingungen in den unterschiedlichen Ländern. Also natürlich sind die von Land zu Land unterschiedlich und können sich auch täglich ändern. Also schaut da unbedingt, bevor ihr in die Länder einreist, was benötigt wird von euch. Ganz viele Länder verlangen aktuell einen negativen PCR-Test, also ein negatives Testergebnis von einem Corona-Test. Und das Ergebnis darf meistens nicht älter als 48 bis 72 Stunden sein, also auch je nach Land. Schaut da auf jeden Fall vorher, wenn ihr zum Beispiel von einem Land ins andere Land reisen wollt,
wo ihr so einen Test machen könnt. Ich hatte nämlich zum Beispiel in Brasilien das Problem, dass ich bei den ganzen Teststellen keinen Test machen durfte, weil die unbedingt eine brasilianische Steuernummer benötigt haben fürs System. Die hatte ich natürlich nicht. Das hieß für mich, ich musste erstmal 30 Kilometer zum Flughafen fahren. An den meisten Flughäfen, zumindest an den internationalen, gibt es inzwischen Corona-Teststellen. Da kann man natürlich mit jedem Pass auch einen Test machen. Und ich hatte das Ergebnis, glaube ich, innerhalb von 4 Stunden. Also das geht dann tatsächlich recht schnell. Das Ganze erfolgt natürlich auf eigene Kosten. Ungefähr zwischen 50 und 70, 80 € könnt ihr zumindest hier in Lateinamerika rechnen. Als ich nach Brasilien eingereist bin, habe ich im Oktober außerdem noch einen Nachweis für eine Krankenversicherung benötigt, der für den kompletten Zeitraum meines Aufenthalts in Brasilien gültig war und wo eben auch Corona mit abgedeckt ist. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so, aber wie gesagt, informiert euch und das kann sein, dass es manche Länder verlangen als Einreisebedingung. Ansonsten muss man sich zurzeit auch noch bei fast jeder Regierung auf der Website registrieren, bevor man in die Länder einreist und einen Fragebogen beantworten zum aktuellen Gesundheitszustand. Das muss man, ich glaube, auch irgendwie, weiß ich, 24 Stunden im Voraus machen, bis 1 Stunde vor Abreise. Also gegebenenfalls würdet ihr da auch nochmal am Schalter informiert werden oder erinnert werden. Und in Kolumbien brauchte ich jetzt sogar eine App, wo ich auch nochmal Fragen zu meinem Gesundheitszustand beantworten musste. Die muss ich auch immer auf dem aktuellen Stand halten. Das heißt, wenn ich auch in Kolumbien von einer Stadt zur anderen, also einen nationalen Flug mache, da wird auch immer nach dem QR-Code gefragt, den ich durch die App generieren kann. Und den erhalte ich nur, wenn die Fragen aktuell sind. So, zur Situation vor Ort. Also eigentlich hat in den Ländern, wo ich jetzt gewesen bin, bisher alles soweit geöffnet gehabt, außer vielleicht Clubs und Diskos. Aber ansonsten Restaurants haben geöffnet, ihr könnt shoppen gehen, Bekleidungsgeschäfte haben geöffnet und ja, eigentlich alles hat wieder ja, normales Leben hier angenommen. Einfach aus dem Grund, weil die Leute hier keine Hilfen vom Staat bekommen. Das heißt, der Staat konnte sich das überhaupt nicht leisten, hier alles so lang geschlossen zu haben, weil die Leute ja wahrscheinlich sonst einfach verhungert wären, weil sie kein Geld verdienen. Das heißt, es hat alles geöffnet. Bevor ihr in öffentliche Gebäude reingeht, müsst ihr euch die Hände desinfizieren und es wird Fieber gemessen. Ansonsten gilt auch eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Oft auch auf der Straße. Ja, die Leute halten sich hier, um ehrlich zu sein, nicht so richtig konsequent daran. Manchmal sogar in den Reisebussen oder im Allgemeinen in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen die Leute ohne Maske da. Also wenn ihr da mit einem Problem hättet, dann reist am besten gar nicht. Oder haltet euch zumindest, egal wie alle anderen damit umgehen, haltet ihr euch an die Maskenpflicht und seid rücksichtsvoll. Manchmal gibt es Sperrstunden über Nacht, also es ist meistens auch von Bezirk zu Bezirk oder von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Oder es wird mal ein Lockdown übers Wochenende ausgesprochen, um einfach zu verhindern, dass zu viele betrunkene Menschen zu unrücksichtsvoll, kann man das so sagen, miteinander umgehen und genau. Also das ist hier auch gang und gäbe. Wie gesagt, ob sich daran gehalten wird oder nicht, das ist immer so eine Sache, aber das sind die Regelungen, die eigentlich in Lateinamerika in den meisten Orten gelten. Ansonsten, ja, nehmt Rücksicht, auch wenn andere es nicht tun und haltet euch an die Regelungen, wenn ihr reisen wollt. Ach so, genau. Ansonsten zu den Hostels, ja. Die Hostels haben auch wieder geöffnet und man kann sogar ein Bett in einem Schlafsaal, also im Dorm, buchen, wenn man das möchte. Das würde, um ehrlich zu sein, auch schon wieder sehr gut in Anspruch genommen. Also ich würde mal sagen, so die guten Hostels, die vielleicht vorher komplett voll gewesen wären, sind jetzt so ein Viertel bis zur Hälfte wieder gefüllt. Und ja, ganz oft reisen Leute innerhalb ihres eigenen Landes, ihres eigenen Landes. Europäer sieht man noch seltener, aber ja, nach und nach
geht es doch auch wieder ein bisschen in die Höhe. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt von dem Video. Und zwar, was zu beachten ist, wenn ihr nach Deutschland zurückreist, beziehungsweise wenn ihr in ein anderes Land weiterreist. Hier ist es einfach wichtig, die jeweils geltenden Regelungen und Quarantänebestimmungen zu beachten und sich da vorher zu informieren. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie es aktuell in Deutschland ist. Ich glaube, mein letzter Stand war, dass man 14 Tage in Quarantäne muss und das seine Haus oder seine Wohnung nicht verlassen darf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in ein anderes Land weiterreist, dann kann es sogar sein, dass ihr 2 Wochen in Quarantäne, also zum Beispiel 2 Wochen in Quarantäne müsst, aber in ein Hotel, was euch die Regierung ja, genehmigt. Also die haben, weiß ich, eine Liste von Hotels, wo ihr diese Quarantänezeit absitzen dürft. Ihr müsst das Hotel auf eigene Kosten bezahlen und an vielen Orten ist es auch so, dass alle 2 oder 3 Tage auf eigene Kosten ein PCR-Test gemacht werden muss und ja, das geht dann wahnsinnig ins Geld. Aber egal, ob ihr nach Deutschland zurückreist oder in ein anderes Land weiterreist, erstens informiert euch über die Regelung und zweitens haltet euch auch daran. Wenn ihr euch dazu entscheidet, aktuell zu reisen, dann müsst ihr die Verantwortung übernehmen und dann eben auch die Nachteile von aktuellen Reisen in Kauf nehmen. Was mir zuletzt noch wirklich super wichtig ist zu sagen, ist, dass das hier wirklich absolut kein Aufruf sein soll zum Reisen. Social Distancing und zu Hause bleiben ist leider nach wie vor immer noch die allerbeste Medizin. Aber ja, ich kann jeden Einzelnen von euch so gut verstehen, der sich einfach nur nach ein bisschen Sonne sehnt und ein bisschen ausbrechen möchte für eine Weile. Ansonsten für alle, die gerne in den eigenen 4 Wänden bleiben wollen, aber trotzdem Fernweh haben, folgt mir gerne auf Instagram. Ich packe euch meinen Namen unten in die Videobeschreibung und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gern in die Kommentare. Ansonsten schaue ich zukünftig, dass ich euch weiterhin auf YouTube informiere und auf dem Laufenden halte über meine Reise. Und ansonsten passt auf euch auf, stay safe und macht's gut.